Ja, hallo zusammen. Wir freuen uns, dass Anna Klink sich heute bereit erklärt hat, zum Thema duale Karriere uns ein bisschen was zu erzählen. Und Anna, damit dich alle erstmal kennenlernen, würde ich dich bitten, uns zu sagen, wie du heißt. Ja, mein Name ist Anna Klink. Wie alt bist du? Ich bin 21 Jahre alt. Wo bist du geboren? In Engelskirchen. Das ist ein kleines Städtchen, ein bisschen weiter weg von Leverkusen. Und du lebst jetzt in Leverkusen? Mittlerweile schon, ja. Deine Sportart? Ich spiele Fußball, hier bei Leverkusen. In welcher Liga? In der ersten Bundesliga. Was war dein größter Erfolg? Die U20-Weltmeisterschaft in Kanada. Welche Position spielst du? Ich bin Torwart. Okay. Du hast hier in Leverkusen den dualen Karriereweg eingeschlagen. Wie sah der konkret aus? Was hast du hier für Leistungen wahrgenommen? Ich bin in der 11. Klasse, das hieß damals Einführungsphase, bin ich hier auf das Landrat-Lukas-Gymnasium gewechselt, weil ich damals auf meiner ehemaligen Schule ja, mit Sport und Schule nicht mehr zurechtkam. Es war zu viel. Und dann bekam ich das Angebot, hier die duale Karriere am Landrat-Lukas-Gymnasium zu machen. Und hier konnte ich dann Sport und Schule verbinden gleichzeitig. Okay. Hast die Schule mit dem Abitur abgeschlossen? Genau. Gut. Und danach, wie ging es danach weiter? Ich habe danach eine Ausbildung bei Bayer angefangen als Bürokauffrau. Das ist auch eine gesteuerte Ausbildung vom TSV. Und ja, wir sind da in eine Sportlerklasse gekommen und haben damals dann alle zusammen unsere Ausbildung gemacht. Das war mittlerweile vor 3 Jahren. Genau. Okay. Die duale Karriere ist ein anstrengender Weg. Hast du das Gefühl, dass du mit diesen Hilfestellungen diesen Weg trotzdem so gut über die Bühne bringen konntest, dass dass weder die Ausbildung noch der Sport leiden musste? Ich glaube, ich habe es sogar mit der dualen Karriere besser hinbekommen, als dass wenn ich nur einen Weg eingeschlagen hätte. Und ja, ich bin froh, dass mir damals dieses Angebot gemacht wurde, dass ich das so machen konnte. Vielen Dank, Anna. In unserem nächsten Beitrag werden wir die Angebote in der dualen Karriere noch vertiefen. Bis dahin, danke dir. Gerne.